Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder in Forza Horizon 4. In meinem Format, wir fahren eure Lieblinge. Heute ist der gute Justin wieder dabei. Hallihallo, Justin. Hallo. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, dich wieder über Goliath mit mir zu quälen. Heute, ja, heute wird es nicht ganz so katastrophal wie in der letzten Folge. Das hier ist ein kompetitiver Aufbau für S2, also den kann man auch in kompetitiven Rennen online in Forza in S2-Events fahren und ihr werdet eigentlich immer vorne mit dabei sein. Es gibt natürlich noch schnellere Autos, aber das Auto besticht durch seine Beschleunigung und durch seine Traktion auf der Strecke, also der liegt wie ein Brett auf der Strecke. Sich damit zu verbremsen oder so ist fast unmöglich. Der verzeiht auch extrem viel. Ich werde es euch zeigen in Goliath. Ihr habt ja schon je nachdem ein paar Runden von mir gesehen in verschiedenen Autos. Und ja, mit dem hier soll es heute, glaube ich, am besten laufen, weil das ist nämlich mein Liebling. Und eure Lieblinge bin ich bis jetzt immer blind gefahren. Deshalb schauen wir mal, wie ich mich hier mitschlage auf Goliath. So, und da geht's auch schon los. Diesmal startet der gute Justin vor mir. Aber dann sneak ich mir einfach Windschatten und überhole ihn gleich. So, das hier, wie gesagt, ist ein Meta-Tuning von einem sehr bekannten Tuner, Nalak. Freigabecode ist wie immer unten in der Beschreibung oder auch in dem neuen Google-Dokument zu finden. In meinem Discord findet ihr sie auch. Da könnt ihr auch eure Wunschtunings und Lieblingsautos eintragen, die ich hier mit jemandem aus der PXH-Community teste, wenn jemand gerade Lust und Zeit hat. Heute ist es natürlich mein Auto, mein Favorite, und man merkt auch schon, Justin hat anscheinend Probleme. Ich habe den ersten Checkpoint verpasst. Oh. Hier, ich fahre ja das eine, oder was ich mir halt gönne, ist ABS, dass ich nur mit, also manuelle Schaltung habe, nicht noch mit Kupplung. Und ABS ist diesmal nicht, oh, seht ihr das, wie der auf der Straße liegt. Und ABS gönne ich mir halt auch noch, ansonsten sind alle Fahrhilfen aus, bis auf jetzt hier noch die Ideallinie, die habe ich an, aber da seht ihr ja manchmal, die Ideallinie ist rot und ich bretter da trotzdem mit Vollgas durch, ohne zu bremsen. Going, so wie jetzt hier auch. Ein bisschen vom Gas gehen, aber das ist auch das Einzige, was ihr machen müsst. Das Auto, ich liebe dieses Auto. Ich kann S2 überhaupt nicht fahren. Da tue ich mich immer sehr, sehr schwer, weil es mir eigentlich zu schnell ist, aber dieses Auto ist einfach godlike. Hier ist, so wie ich das höre, ein Motorswap drin, auch auf V8. Der hat, glaube ich, standardmäßig ein V12 oder so drin. Keine Ahnung, warum der Nalak das gemacht hat, was das für Performance, was das an der Performance macht, wenn man da einen schwächeren Motor reinhaut, I don't know. Vielleicht hätte man mit dem anderen Motor eine höhere Höchstgeschwindigkeit, aber keine so gute Beschleunigung, weil das ist das, was das Auto hier, finde ich, auch ausmacht, die Beschleunigung. Der zieht gut nach oben raus, ohne jetzt irgendwie mal so ein Turboloch oder irgendwas zu haben, wenn er überhaupt ein Turbo verbaut hat. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, jetzt habe ich mich mal verbremst. Das ist ein Sauger. Ja. Jo, dafür zieht er aber auch trotzdem gut durch. Ich glaube, es ist ein Racing V8, der hier drin ist. Ja, wie gesagt, wenn mich jemand fragt, was ich für ein Auto fahre, dann sage ich die Autofarbe. So, um mein Wissen von Autos weiterzugeben. Ein kleines bisschen weiß ich auch, aber nicht viel. Hier, was man in Forza für Möglichkeiten hat beim Feintuning und Einstellungen, da braucht man ja teilweise schon Kfz-Mechatroniker-Ausbildung, um die ganzen Sachen überhaupt mal zu kennen und zu blicken, für was eigentlich ist. Also für einen Laien, ohne sich da reinzufuchsen und dann wirklich mal, ja, sich hinzusetzen, diesen Wert mal nach oben und nach unten zu schieben und zu gucken, was passiert mit dem Auto, und dann den nächsten Wert, um dann wirklich ein Händchen dafür zu haben.
das bin ich nicht. Das ist nicht so meins. Da bevorzuge ich dann wieder diese Need for Speed oder The Crew 2. Ja, nicht Fahrphysik, aber Tuning-Optionen. Du haust die besten Teile in ein Auto rein und dann entweder das Auto ist gut oder es ist halt scheiße. Und hier ist es halt so, du haust die besten Teile in das Auto rein, fährst mit dem Auto und es fährt sich erstmal wie scheiße. Und durch Feintuning kannst du dann ein Auto, was sich halt vorher scheiße gefahren hat, zu einem richtig geilen Auto noch umtunen. Und ja, es ist halt schwierig. Deshalb bin ich eher derjenige, okay, ich kenne ein paar richtig gute Tuner, da weiß ich, die fahren damit auch kompetitiv und deren ihre Tunings kann man auch benutzen. Die fahren sich stabil. Klar hat jeder auch immer einen eigenen Geschmack, was Tunings angeht. Viele fahren lieber ihre eigenen, macht Sinn. Aber wenn ihr euch immer an einen Tuner gewöhnt habt, dann gut, dann gewöhnt ihr euch halt seinen Fahrstil an und passt euch halt auf ihn an, so mache ich es halt. Wobei ich halt auch verschiedene Tuner immer wieder fahre. So, wo bleibt der Justin? Du bist in dem Auto sehr, sehr schnell. Ja. Auf dem Auto habe ich auch schon ziemlich viele Kilometer abgespult. Hinterher kommen tue ich dir nicht. Ich verliere sogar eher nur Zeit. Ja, bremsen müsste man, also ich weiß nicht, ob er vielleicht... Könnte man ihm das ja mal schreiben, dass er hier eigentlich keine Bremse verbauen muss, weil ja, man braucht hier eigentlich nicht bremsen. Selbst die Kurve kann ich voll nehmen. Den Leuchtturm nimmst du voll. Die nächste unten am Eck bei Bamberg da, die kannst du auch voll nehmen. Das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob ich die hier vorne am Strandhaus auch voll nehmen kann, weil die sieht immer so aus, als ob man sie voll nehmen könnte, aber die macht dann schon noch mies zu, weil die auch so eine blöde Bodenwelle da, glaube ich, noch hat. Nee, der geht voll. Lecko mio. Mein gut, man muss halt dazu sagen, dafür, dass wir S2 fahren, fahren wir maximal nur 340, glaube ich, ist die Höchstgeschwindigkeit. Ja, 343, glaube ich. So, die Kurve hier ist auch mit jedem Auto immer tricky und nach dieser, was ist das hier, Blitzerzone, die hier kommt, die nächste Kurve da vorne, das ist immer meine Hasskurve. Die vorm Kreisverkehr, da fliege ich fast mit jedem Auto ab. Und mit dem hier, da bremst du kurz vorher ein bisschen an und naja gut, ein bisschen mehr. Also da muss man schon in den dritten runter. Ja, so. Meine Hasskurve ist eigentlich die letzte Kurve vom Rennen. Ja, die mache ich auch nicht so. Weil die macht so ekelhaft zu und... Ja, und links sind Bäume. Erstmal Mauern, die dich abbremsen und dann sind rechts vorne. So, Endspurt. Willkommen in Broadway. Mit 334 durch Broadway durch. Da oben durch meine Hasskurve. Ein bisschen bremsen, dann kommt man da auch gut durch. Das ist nicht schlecht. Wie viele Sekunden bist du hinter mir? 18. Ah ja, gut, dann kann ich ins Ziel fahren, dann kommst du ja noch easy durch. Ja. Da sehen wir auch die Heißluftballons vom Festival schon. Ja, moin. Hier gibt's Runde. In der Crew 2 gibt's viereckige Heißluftballons. Das finde ich immer witzig, wenn ich in der Crew 2 unterwegs bin und also viereckige Heißluftballons sind mit der amerikanischen Flagge drauf. Ach, warum nicht? Wenn's irgendwie fliegt. Wenn wir die Folge aufnehmen, dann ist... Lass mich überlegen, am Sonntag ist E3-Präsentation, gell? Von Xbox. Justin, weißt du das? Erst diesen Sonntag, ne? Kann sein, ich habe mich da noch nicht wirklich mit. Doch, ich glaube. Auseinandergesetzt, keine Ahnung. Wenn ihr die Folge seht, dann war die E3, glaube ich, schon. Und schreibt doch mal in die Kommentare,
ob ihr gehypt seid von dem, was ihr über Forza gehört habt, wenn es überhaupt was zu hören gab über das neue Forza Horizon 5. Oder ob ihr enttäuscht seid und euch mehr gewünscht hättet, mehr Informationen oder sonstiges, I don't know. So, da stehen wir wieder uns gegenüber im Head-to-Head. Die zwei Apollos, die es hier bis jetzt am schnellsten über diese Strecke geschafft haben. Ich liebe dieses Tuning, ich fahre es so unglaublich gerne, weil man merkt nicht, dass man S2 fährt, so wie das Auto auf der Straße klebt. Okay, Höchstgeschwindigkeit ist nicht die höchste, deshalb merkt man vielleicht auch nicht, dass man unbedingt S2 fährt, weil manch anderes A800 Auto fährt auch so schnell, aber definitiv nicht so geil auf der Straße. Und von dem her, Justins Fazit dazu ist welches? Lässt sich sehr gut fahren. Genau. Und dann sind wir auch raus für heute. Danke, Justin, dass du mitgemacht hast. Immer wieder gerne. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.